Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit dem nächsten Rennwochenende. Und zwar waren wir letzte Woche in Spanien und heute geht es weiter mit Kanada. Das heißt, heute steht das freie Training an, morgen natürlich wieder das Qualifying und am Sonntag das Rennen mit 18 Runden. Würde ich sagen, reden wir nicht lang drum herum, sondern starten mit dem Training. So, und hier sind wir schon in der Box. Jetzt gehen wir kurz in unser Computer rein. Es ist sonnig, heute soll es wegen bewölkt werden. Hier nehme ich gleich mal rote Reifen und fahre gleich sofort raus. Lass uns ein paar Runden absolvieren. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Strecke von Kanada an. Letztes Wochenende waren wir ja in der Schweiz, das wollte ich gerade Schweiz sagen. Waren wir in Spanien. Da haben wir leider im Rennen dann noch bloß der dritte Platz gemacht. Das tue ich dir rechts oben mal, verlinke das Rennen. Aber doch, ich glaube, die Strecke kenne ich hier. Die bin ich schon mal im letzten Formel 1 gefahren. Wenn ich mich genau dran erinnere. Genau. Verstappen konnte ich letztes Wochenende nicht einholen im Rennen. Und dann noch zum Schluss habe ich mich noch gedreht. Aber dritte Platz kann ich eigentlich echt zufrieden sein, finde ich. Dafür, dass ich am Schluss den Fehler hatte. Aber hey. Dieses Wochenende machen wir es besser, hoffentlich. Aber die Kurve, ja. Die habe ich jetzt, glaube ich, echt gut genommen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist immer die Kurve gewesen, warum ich die Strecke gehasst habe. Weil da musst du, die Kurve musst du ganz genau nehmen. Und wenn du die nicht genau nimmst, dann hast du Probleme gerade mit der Kurve. Und dann bist du schneller, langsamer als die anderen. Und da geht dir halt wieder sehr, sehr viel Zeit verloren. Machen wir mal eine gewertete Runde. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war hier schon wieder nicht so gut. Aber heute ist eh nur Training, das heißt, es ist bloß Strecke kennenlernen, sage ich immer. Weil morgen ist ja Qualifying, da geht es dann wirklich darum, von welcher Startposition du dann noch startest am Montag. Deswegen gucken wir jetzt mal, was ich jetzt hier als Zeit fahre. Die Kurve geht hier, glaube ich, eher noch. Aber noch hat die andere, die große, wo jetzt kommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Nehme ich die wieder so gut? Ja, ich finde eigentlich, die nehme ich ganz okay. Es könnte auf jeden Fall sehr, sehr schlimmer sein. Also ich bin zufrieden aktuell. So, es sagt noch die Zeit. Die letzte Kurve hier weiß ich bloß nicht, wie ich die nehmen muss. Jetzt tue ich die ja so überfahren, sage ich mal. Schnellste Runde 1 Minute 17. Das geht bestimmt noch viel, viel schneller. Weil hier habe ich jetzt auch schon wieder grüne Zeit, das sehen wir auf der rechten Seite, rechts oben. Das heißt, da kann ich noch sehr schön Zeit rausholen. Und hier 0,25 Sekunden, das ist noch für die Formel 1 ist das echt, echt viel, weil da zählt wirklich jede einzelne Sekunde. Hier fast 0,4 Sekunden, also das ist echt. Ah, das war jetzt nicht gut. Haben mir zwar nochmal Zeitersparnis gegeben, aber so sollte man es im Rennen auf jeden Fall nicht machen. Und hier, ich habe die Kurve zwar jetzt noch echt gut genommen, würde ich sagen.
aber du hast schon wieder gemerkt, ich bin viel weiter außen gefahren als innen. Hier Gas geben und hier die Kurve, weiß ich noch nicht. Zack. Ich glaube, so hätte ich sie perfekt genommen, oder? Hier 0,7, 0,8 schneller. Zack. War das keine neue Bestzeit? Ah, 1 Minute 16,9. Na, Alonso ist 22 Sekunden schneller. Also das heißt, da muss ich noch sehr, sehr viel rausholen. Und ich glaube, die hat jetzt gerade auch nicht gewertet. Dadurch, dass ich da bei der Einkurve ja so viel drüber gefahren bin, wurde, glaube ich, die Zeit nicht gewertet, weil sonst hätte sie nämlich oben angezeigt, aber in dem Fall nicht. Ja, wie gesagt, das war auch mein Fehler. Ich bin viel zu weit, habe ich die Kurve geschnitten, das war nicht gut. Und deswegen, ja, hier gehe ich auch wieder viel zu weit außen. Oh, der dritte Platz fährt mit gelben Reifen, glaube ich, oder? Gelb oder weiß. Zack, zack. Ja, ich glaube nämlich so wäre es am besten, wenn du die zwei letzte Kurve so fährst. Ich glaube so clean, weil mehr, du kannst nicht die komplett ganz normal ausfahren. Du brauchst viel zu viel Zeit. So. Jetzt die Kurve, das bekommen wir gut hin. Obwohl ich hier auch schon brutal viel Zeit verliere, 0,5 Sekunden. Ich glaube, wir müssen noch einmal auf gelbe Reifen umwechseln. Schauen, ob die besser sind. Ricardo ist jetzt dritter, der ist hinter mir. Also mit Platz 2 fahre ich eigentlich schon ganz gut aktuell. Ich wäre zwar gern Platz 1, das ist ganz klar, aber mit Platz 2 bin ich, glaube ich, gar nicht so komplett falsch. Aber ich wüsste nicht, was man da noch verändern könnte, dass es besser ist. Wie gesagt, vielleicht gelbe Reifen. Das können wir nachher noch probieren. Jetzt kurz hier gucken. Zack, zack, ja. Besser kannst du die Kurve, glaube ich, nicht fahren. Deswegen, was mir hier Zeit kostet, ist das hier. Das klappt irgendwie nicht so richtig. Weil da siehst du nämlich rechts oben an der Zeit, der schwankt nämlich am Anfang und jetzt geht er wieder komplett ins Minus. Hamilton, schnellste Runde, 1,16 noch was. Also der ist 21 Sekunden. 21,9 Sekunden schneller als ich. Würde ich jetzt sagen. Nee, nicht 21 Sekunden hat. Das war doch auch dumm. Ah. Ja, jetzt gehe ich eh in die Box. 21 Sekunden stimmt nämlich gar nicht. 0,2 müssten das sein. Aber wenn ich jetzt eh gegen die Bande bin, kann ich jetzt in die Box. Und dann können wir uns mal überlegen, ob wir dann jetzt gleich die gelbe Reife aufziehen. Und mal das mit denen probieren. Oder wie wir da weitermachen. Okay, die tun das jetzt reparieren. Das geht 40 Sekunden. In der Zeit gehen wir mal in unser Bordcomputer rein.
28 Minuten ist noch das freie Training. Es hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,16,9. Ich habe jetzt nochmal rote Reifen ausgewählt, aber neue. Also nicht die gefahrenen, wo ich jetzt hatte, sondern komplett neuer Satz. Zum Dima probieren. Und hier sehen wir nochmal die Tabelle. Dritter Platz. So, dritter Platz. Es ist sehr verlockend, die letzte Schikane weit über den Seitenstreifen abzukürzen. Aber ich würde es an deiner Stelle nicht riskieren. Viele exzellente Fahrer haben sich damit schon das Rennen verbockt. Fahr einfach eine schöne, saubere Linie und achte bei der Ausfahrt auf die Bodenhaftung. Alles fertig. Mechaniker bitte weg vom Auto. Wir sind startbereit. So, und wir fahren wieder raus. Jetzt habe ich komplett Neuersatz rote Reifen drauf. Das heißt, die muss ich jetzt erst warm fahren. Und dann bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich auf vierter Platz. Perez ist auf Platz 1. Der ist nochmal besser gefahren. Und wenn du nämlich guckst, die haben alle rote Reifen drauf. Aber wir hatten das schon im vorherigen Rennen, dass alle auf roten Reifen gefahren sind. Und ich dann mit gelben Reifen und habe dann trotzdem eine bessere Zeit hinbekommen. Und das Problem ist halt, im Qualifying musst du mit roten Reifen fahren. Da kannst du halt nicht gucken, nimmst du jetzt gelbe, nimmst du weiße, nimmst du rote. Du hast bloß rote dabei. Deswegen sollte man eigentlich auch versuchen, mit den roten Reifen eine gute Zeit hinzubekommen. Dass du weißt, wie musst du mit denen einlenken, weil die haben ja eine komplett andere Haftung als die gelben zum Beispiel. Das habe ich schon in den letzten Videos gesagt. Also bei den weißen Reifen rutsche ich total. Also es ist für mich komplett unangenehm, mit denen zu fahren. Hier habe ich eine grüne Zeit und die geht jetzt schon wieder ins Rote. Aber die bleibt... Ah ne, die geht wieder in Rot. Dann die gelbe, die rutschen zwar auch ein bisschen, aber das ist noch komplett akzeptabel. Und die rote, die sitzen halt komplett satt auf der Straße auf. Das ist halt immer wegen schwierig. Aber dass ich es mit einer gelben probiere, ist nicht ausgeschlossen. Ich will einmal eine gute Zeit haben, wo ich sagen kann, okay, das wird gut. Ja, das wird komplett kacke. So, wenn er fortgesetzt. Das war nicht gut, das hat mir auch komplett viel Zeit gekostet, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben ja noch viel, viel Zeit. So, neue Runde, neues Glück. 1,16,5 hat Hamilton. Auf dem dritten Platz, ich bin jetzt schon auf dem fünften. 0,5 Sekunden. Das wäre eigentlich schon der dritte Platz. Also dann rechne ich mal, dass der erste Platz so 0,6 Sekunden ungefähr schneller ist. Das bekomme ich irgendwie nicht hin. Das war wieder zu arg abgekürzt, das war klar. Ah, hier nehme ich jetzt schon wieder Zeit raus. Ich meine, okay, die ist jetzt auch ganz gut gefahren, die Kurve. Aber hier kann ich auf jeden Fall noch Zeit gut machen. Und jetzt bin ich mal gespannt bei den zwei Kurven da vorne. Ja, da mache ich auch noch sehr gut Zeit gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf 5. Ja, ach so, ich hatte ja
Ich bin ja da die Abkürzung gefahren. Und ich glaube, dann zählt es halt wieder nicht. Ja, das kann ich auch komplett vergessen. Aber das war gut. Also nach der Kurve habe ich immer noch eine grüne Zeit. Oder ist auf jeden Fall möglich, eine grüne Zeit nur zu fahren. Und wenn wir gesehen haben, das sind 0,3, 0,4 Sekunden, die können mich so nach vorne katapultieren. Das heißt, wenn ich alles clean fahre, ist das hier die starke Kurve, wo ich Probleme habe. Weil ich da halt nicht richtig weiß, wie fahre ich die perfekt. Das habe ich bis jetzt halt noch gar nicht rausgefunden. Ja, und hier baue ich nämlich wieder total Zeit ab. Plus eine 0,27. Und hier kann ich auch noch so 0,Sekunde kann ich hier auch nochmal rausholen. Aber wieso habe ich jetzt hier schon wieder plus 0,4? Aha, hier komme ich wieder in die grüne Zeit. Das heißt, hier kann ich auch nochmal schön Zeit rausholen. Bloß das kann ich jetzt vergessen, weil der Schumacher vor mir ist. Und da muss ich dann immer auf ihn aufpassen. Weil wenn du in ihn reinfährst, bist du schuld. Und dein Training ist gelaufen und sein Training ist gelaufen. Und das bringt dann einfach nichts. Und deswegen langsam gucke, dass ich irgendwo noch überholen kann. Aber so nicht. So auf jeden Fall gar nicht. Vielleicht habe ich auch das Glück, dass er jetzt in die Box reingeht. Das wäre natürlich das Allerbeste. Ne, das Glück habe ich nicht. Aber hier plus 1,2 Sekunden. Oh, er lässt mich sogar vorbei. Perfekt. Aber hier 0,4... Ja, okay, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Aber schon davor 0,4 Sekunden mehr. Und ich habe eigentlich im Prinzip nicht viel gemacht. Aber hier geht es jetzt zum Glück wieder runter. Ich meine, die Runde ist eh gelaufen, weil ich vorher schon in der ersten Kurve den Fehler gemacht habe. Aber ich kann jetzt gucken, dass ich in der nächsten Runde, weil so wie es aussieht, außer da vorne fährt Alonso. Aber vielleicht kann ich die nächste Runde so ausfahren, dass ich nach vorne Platz habe. Ja, das war auch wieder komplett kacke gefahren. Wenn ich am Ende der Kurve nämlich nochmal bremsen muss, dass ich nicht in die Absperrung reinknall, dann habe ich sie auf jeden Fall komplett falsch genommen. Und das war jetzt gerade eben der Fall. Und dann kann keine gute Zeit rauskommen. Bloß mit Platz 5 gebe ich mich eigentlich nicht so ganz zufrieden. Der ist eigentlich nicht so mein Platz. Also ich hätte gern, es muss nicht der erste Platz sein, aber so gerne die Top 3, die wären halt immer geil gewesen. So, da vorne ist nämlich jetzt Alonso, auf den muss ich jetzt nämlich auch aufpassen. Weil der ist jetzt das gleiche Spiel wie bei Schumacher gerade eben. Lass ich ihm nicht reinrausch, lass uns schon sein. Ja, gut. In dem Fall hat es eh erledigt, weil ich gehe in die Box. Aber guck mal, Hamilton und Alonso sind jetzt auch auf Gelb. Ah ne, Hamilton auf Rot. So wurde da gerade Gelb angezeigt. Aber Alonso vor mir auf Gelb. Frage ist, probieren wir das jetzt noch auf Gelb oder nicht? Aber zum Verlierer habe ich jetzt eh nichts mehr.
jetzt bin ich wieder an der Box. Das braucht 50 Sekunden zum Reparieren. Das ist eine gute Zeit. Bin mir aber jetzt... Die Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Bin mir jetzt aber echt unsicher, ob wir jetzt mit roten Reifen weiterfahren sollen oder auf gelbe wechseln sollen. Weil klar, vielleicht kriege ich mit den gelben Reifen eine bessere Zeit hin. Aber das Problem ist einfach, morgen im Qualifying habe ich auch nur rote Reifen. Das heißt... Dein Drag Reduction System, also kurz DRS, kann deine Geschwindigkeit auf bestimmten Geraden erhöhen. Diese Bereiche nennen wir DRS-Zonen. Im Training oder Qualifying kannst du dein DRS in diesen Zonen nach Belieben einsetzen. Im Rennen darfst du dafür maximal eine Sekunde hinter dem Auto vor dir sein. Die Leiste unten auf der MFA füllt sich, wenn du dich der DRS-Zone näherst. Sobald sie blinkt, kannst du sie mit der DRS-Taste aktivieren. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,16,5. Alles fertig, alle weg vom Wagen, ab auf die Strecke mit dir. Ich habe jetzt rote Reifen gelassen. Oh, wir sind jetzt schon auf dem 6. Platz. Weil das Problem ist einfach, wie ich gerade eben schon gesagt habe, im Qualifying sind wir auf roten Reifen. Das sind die Streckentemperaturen bestimmt auch komplett anders morgen, weil morgen ist ja sonnig und heute ist bewölkt. Vielleicht geht dann noch ein bisschen mehr. Aber es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt hier mit den gelben Reifen zum Beispiel eine super Zeit fahre. Weil es ist bloß das freie Training, das heißt, es wertet gar nichts. Freie Training ist eigentlich nur da, zum die Strecke kennenlernen, zum gucken, Bremspunkte, wie du fahren musst. Genau. Kannst dich ein bisschen ausprobieren. Machst am besten nicht so viel Fehler wie ich heute mit der Bande. Aber das kannst du alles ausprobieren, so wie zum Beispiel die Kurve hier. Du kannst jetzt die komplett im Training lernen, sage ich jetzt mal, und gucke, wie fährst du die am besten. Und morgen kannst du die dann sehr, sehr schön fahren. So, jetzt fahren wir hier, zack, zack. Jetzt gehen wir nämlich wieder in die nächste gewertete Runde rein. Da bin ich mal gespannt. Na, ich weiß, das verstehe ich nämlich manchmal nicht. Hier fange ich manchmal mit grün an. Und andere Runde dann gleich mit Rot. Obwohl ich bei beiden Runden nichts anders mache. Ich habe das nämlich jetzt komplett beobachtet. Ich mache gar nichts anders. Ich habe immer den gleichen Bremspunkt, immer die gleiche Beschleunigung. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Weil ich weiß, das Training dürfte eh nicht mehr lang gehen. Ich glaube nur 10 Minuten oder so. Also viel, klar, ich kann schon eine gute Zeit rausholen, ganz klar. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich muss mich heute mit dem 6. Platz anfreunden. Es ist wieder Schumacher vor mir. Der soll mich am besten wieder vorbeilassen. Wenn er das dann auch im Rennen macht, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Für Schumacher auf 8. Gar nicht so schlecht. Verwarnung, okay. Das habe ich aber auch selber gesehen. Das war wegen Hardcore-Abkürzung. Aber er hätte mir eh keine Zeit. Jetzt kommt Science raus. Jetzt wird das eh nichts mehr. Jetzt müssen wir da vorne nämlich aufpassen. Oh, Junge. Junge, Junge, Junge. Wieso wird der auf einmal langsamer? Hamilton schießt da Hanne vorbei. Auch nicht schlecht. Ja gut, die Runde kannst du jetzt eh verstappen. Neue Bestzeit. Aber ich bleibe immer noch auf Platz 6. Das ist schon mal gut. Weil ich glaube eh nicht, dass ich unter die Top 3 komme. Ich eh nicht mehr. Jetzt ist das Ziel, unter den Top 10 zu bleiben. Weil sonst wird es echt mies, wenn ich noch weiter hinter wäre. Dann wird es für morgen fürs Rennen gar nicht gut aussehen.
bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ich gehe jetzt nochmal in die Box rein. Mal schauen. So, ich bin jetzt bloß kurz da, ich ziehe jetzt gelbe Reifen auf. 4 Minuten, ist noch Restzeit. Ich ziehe die jetzt auf und schau, ob das mir etwas bringt oder eher nicht. So, auf geht's. Weil ich meine, wir wissen jetzt so circa 6. Platz bin ich aktuell. Jetzt will ich noch eine Aufwärmrunde machen und dann werde ich eine Runde noch kurz komplett fahren, aber so wie es aussieht, ist nämlich vor mir und hinter mir frei. Das heißt, ich kann auch vollkommen Gas geben. Dann bin ich mal gespannt. Oh. 3 Minuten und 20 Sekunden geht noch das freie Training. Ja, das heißt, ich mache noch eine gewertete Runde. Und je nachdem bin ich mal gespannt. Weil wenn wir gucken, Leclerc ist auf dem 8. Platz, hat aber auch gelbe Reifen. Es wird hier an dieser Kurve wird es komplett entschieden. Weil wenn du hier komplett verkackst, du kannst das ganz, die ganze Strecke komplett schön fahren. Aber wenn du da die Kurve verkackst, kannst du komplett alles vergessen. Würde ich jetzt persönlich mal sagen. Weil sonst klappt es nämlich eigentlich komplett. Okay, hier habe ich grüne Zeit, rote Zeit. Ja, das war schon wieder nicht so gut. Mal schon wieder der erste Fehler, perfekt. 0,6 jetzt schon. Ja, geht aber runter, 0,1. Ja, und du merkst nämlich von der Bodenhaftung, der schwimmt viel mehr auf der Straße mit deiner Reifen. Was jetzt nicht immer negativ sein muss. Es kann auch sehr, sehr gut Positives sein. Oh, das sehe ich jetzt erst. Wir sind 8. Platz. Ich habe gesagt, wir werden in der Top 10 bleiben. Ich hoffe, da passiert nicht mehr allzu viel. Aber das wird ja dann lustig morgen im Qualifying. Das wird dann ganz, ganz lustig. Aber das bekommen wir auch hin, würde ich sagen. Zack, zack, perfekt. Ja gut, die Runde hatte ich jetzt plus. Die hat mir nichts gebracht, aber ich habe hier auch schon verkackt. Jetzt probiere ich, hier habe ich ja jetzt nochmal Zeit für eine Runde. Wird vielleicht besser. Hier habe ich jetzt schon eine grüne Zeit und 0,4 Sekunden. Das ist ja ganz böse hier. 0,4 Sekunden und wenn ich 0,6 Sekunden hinbekommen würde, wäre ich komplett froh. Dann würde ich nämlich gut nach oben steigen. Aber jetzt schon rote Zeit. Jetzt kommen wieder grüne. Aber jetzt bin ich wieder an der Kippe und deswegen habe ich gesagt, die Kurve, wo jetzt kommt, tut es komplett entscheiden. Fahre ich die super oder fahre ich die nicht super? Ah, ging eigentlich. Aber ich krieg's eh nicht mehr nach. 0,2 minus. Plus meine ich. Das wird eh nichts. Das wird gar nichts.
Nee, das wird gar nichts. Ja, Abkürzung, ja, komm, lass es. Wäre eh nichts geworden, zählt eh nicht weg der Abkürzung. Schade, Training beendet. Jetzt fahren wir die Runde noch zu Ende. Entweder fahren wir gleich am Schluss in die Boxengasse. Oder wir fahren noch durch. Je nachdem, was die Zeit uns vorgibt, ob die grün wird oder nicht. Je nachdem, aber die schwankt immer noch wegen. Ja, ich glaube aber nicht, die verkackt noch oder die scharfe Kurve da vorne. Zack, das hat eigentlich relativ gut geklappt. Dass ich jetzt schon wieder in die grüne Zeit reingehe. Und hier verliere ich wieder alles. Das sehe ich jetzt schon, ja. 0,3. Aber die Zeit geht runter. 0,08. Schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Wird jetzt aber sagen, ich fahre jetzt durch. Vielleicht kann ich nach Start und Ziel ein bisschen was gut machen. Da geht es auch bloß wieder weiter ins Plus. Dann halt nicht. So, hier haben wir jetzt nochmal die Tabelle vom freien Training heute. Ich bin 8. Platz, Sebastian Vettel, Aston Martin, rote Reifen. 1 Minute 16 habe ich gebraucht. Oh, und Verstappen 1 Minute 15,4. Das heißt, ich habe plus 1 Minute 0,93. Okay, und ich habe nicht mal 0,1, 0,2 Sekunden gut gemacht. Und müsste da aber eine Minute gut machen. Respekt, hey, Respekt. Dann hoffe ich trotzdem, dir hat das Training gefallen. Morgen hoffe ich, dass du beim Qualifying auch wieder dabei bist. Liken, kommentieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, dass du kein Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.